war immer nur einmal gestorben oder so. Das war ein Stich ins Wespennest, Adir. Dafür wird Barkov Köpfe fordern. Achtung! Jawohl! Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Schieß weiter auf die Russen. Hilf, Gerd. Gebe Deckung. Bist du verletzt? Ja, ein bisschen. Auf die Beine. Wir verschwinden hier. Okay, Bruder. Oben auch. Ich verstehe es nicht. Ja, wahrscheinlich. Das war jetzt sehr knapp. Der Heli darf euch nicht sehen. Viele nähern sich. Geht durch die Gebäude. Los! Raketen im Anschluss. Ich sehe den Tunnel. Also eigentlich waren wir ja schon längst durch. Ne? Sammel dich. Ging's nie besser, Sir. Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Vergiss es. Du bist erledigt. Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Adir, das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss, wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne, das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate 06, verbündetes Flugzeug nähert sich von Süden auf 180, Rufname Roger 1. Roger. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborinfos. Behalte die. Ja, Sir. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir liefern ihn aus. An wen? Russland. Ein Austausch?
Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Verdier für Sie. Infos sind meine. Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Habe ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung. Alles da. Pläne. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Westen könnte das machen. Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort, ist er mein. Es ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikola ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkesse. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz, Seite der Brücke. Feuer frei. Predator. Ding dort. Geh mal zu Hause. Wir nach. Yalla, yalla. Perimeter offen, Kate. Wir rücken vor. So. Lufteinheiten gehören euch. Wir haben eine richtig fette Sniper am Start, so wie es ausschaut. Ja. Sie haben die Kontrolle 3-1. Schießt clever. Und 4. Direkt vor uns. Jaguar 4-7 hier. Oh ja. Echo, Jaguar ist bereit für Befehle. Laser markieren und da. Kunder. Junge, ich will doch! Lad doch nach! 3-1, Jaguar zurück im Einsatzgebiet. Nehmt den Hügel ein! Russische Luftunterstützung hört an! Raketenwerfer!
Luftunterstützung anfordern. Oh, nur angeschossen. Aber nicht getroffen. Zack, jetzt ist er tot. Wechsle ich nur noch zu Sniper. Das war ein Fußschuss, aber... Alter. Ja, jüt. Nein, ich muss hier hinter... Oh, Junge. Hm.
Kein Holz. Cool. Da! Betonbarriere! Da sind sie! Genau eine Kugel. Der muss auf einen Punkt stehen bleiben. Echo, Jack Wise, bereit für Befehle. Was ist Ellie? Die Kugel musste sitzen, Alter. Hoho. Hat die Kugel nicht gesessen, Mann? Hui. So, rein da in die gute Stube. Ups, das haben wir mit. Bombenstimmung hier. Echo Team, hier ist euer Startpunkt. Ihr müsst zu Nikolai und die Ladungen holen. Mach ihn auf. Bartok könnte das ja einsetzen. Die Arbeit hat Geld. Mehr Arbeit. Das schaffen wir. Die sind schwer bewaffnet für ein Labor. Wir können diese Waffen gegen sie einsetzen. Ausschwärmen! Ausschwärmen! Bravo 6. Going back. Mir juckt mein Finger und mein Oberarm. Ich schmeiße eine Granate. Jungs und Mädels. Machen wir jetzt aber in der nächsten Folge weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.